Und von aufwendigen Bauprojekten kommen wir jetzt zu aufwendigen Kunstwerken. Und ich spreche nicht von Acryl-, Öl- oder Pastellkreidegemälden, sondern von Graffitis. Das, was viele erstmal so als Schmiererei abwinken, das kann auch Kunst sein. Und der Maler Jonas Wömpner hat sich voll und ganz dieser Graffiti-Kunst gewidmet. Und er gibt sein Wissen jetzt auch an Nachwuchssprayer weiter. Und das ist nicht nur ein legales, sondern sogar ein vom Bildungsministerium gefördertes Projekt. Nadja Wawalola. Malen, Zeichnen, Graffiti und das ganz legal. Genau dazu lädt das Street Art Projekt Guck, wir sind hier ein. Jugendliche und Kinder ab 8 Jahren können hier ihr Talent unter Beweis stellen und voneinander lernen. Dabei spielt es keine Rolle, wie erfahren die jungen Maler sind. Hauptsache, man hat Spaß und erfährt etwas über die Geschichte des Graffitis, meint auch Jonas Wömpner. Mit Graffiti gestaltet er professionell Außen- und Innenflächen. Die Kunstwerke seines Labels Street Art Shit sind in ganz Linden verteilt. Das ist ja ein Teil der Jugendkultur, Hip-Hop. Und das ist halt das, was ich kann und mir selber autodidaktisch beigebracht habe. Und das war ja hier der Ansatz von Lippi auch, dass wir das halt weitergeben an jüngere Kids. Ich mag sehr den Jugendstil von Mucha, Alfons Mucha. So organische, geschwungene Form, bisschen mit Flow immer, so wie Wasser. Ja, be like water. Der Verein IIK hat das Projekt ins Leben gerufen. Nach einem Jahr Vorbereitung bekam Guck, wir sind hier 100% Förderung vom Forschungs- und Bildungsministerium. Etwas, worauf Lippi, die Koordinatorin, sehr stolz ist. Graffiti ist für mich sehr große Bedeutung. Und in Graffiti ist nicht nur ein Kunst, natürlich Kunst ist groß, also nicht nur etwas malen, sondern eine Bedeutung davon auch lernen. Das war schon meine Idee. Und vor allem die Kleinen sollen auf ihre Kosten kommen. Ich möchte auch gerne zeichnen, also ich mag das, zeichnen und und jetzt bin ich hier, weil ich Lust dazu habe. Also es ist so, eigentlich habe ich Fantasie einfach so gemacht. So habe ich einfach gemalt und dann ist das dabei rausgekommen. Ich habe ein Schwein gemalt, überall Kreise und ja, ein Schwein. Und wer Lust bekommen hat, der kann sich jederzeit für das Projekt anmelden. Die Workshops gehen immer 3 Monate und dann wird neu gemischt. Das Ganze geht noch bis Januar 2015.